wenn Sie wiederkommen, klappt das nicht. Er ist Internist und frisch promoviert an der Universität Zürich, und zwar über Karl Jaspers und seine Erkrankung. Herzlich willkommen, dass Sie heute hier sind. Und dann begrüße ich Professor Buhl. Ich hatte vorhin schon gesagt, Karl Jaspers hatte Bronchiektasen sein ganzes Leben. Und wenn ich das so aus der Literatur sehe, konnte man damals nicht viel machen. Und darum habe ich Professor Buhl gebeten, er möchte doch zu den Krankheitsbefunden, die es Gott sei Dank gibt noch, Stellung aus heutiger Sicht nehmen und sagen, was hätte man denn heute gemacht? Wie wäre die Prognose heute? Wäre das auch so ein Leidensweg oder wäre das vielleicht nach einer Behandlung zu Ende? Mit der ganzen Erkrankung, der Patient wäre geheilt. Der Abend wird moderiert von Frau Blättner. Sie hat mir mehr oder weniger Redeverbot gegeben. Dann nur ganz kurz darf ich sagen. Studium der Germanistik in Köln, Literatur und Bibliothekswissenschaft. Sie hat auch dann vergleichende Kulturwissenschaft in Hildesheim studiert, visuelle Kunst und Literatur. Und alle diese, ich denke immer, ihr Studium war bemerkenswert, ist auch beneidenswert. Aus meiner Sicht ist es beneidenswert, auch den beruflichen Verlauf. Überall wäre man eigentlich dabei gewesen oder hätte was gelernt. Was ist denn da passiert bei dieser Ausstellung, bei diesem Werk? War alles nicht möglich, weil ich im OP war. Und aber der Lebenslauf ist wirklich bemerkenswert und das Studium und Ihre jetzige Position als Pressesprecherin der Akademie und als Referentin für die Literatur entspricht, glaube ich, genau Ihren Fähigkeiten. Etwas, ich will nichts weiter sagen, aber etwas, was mir bei Frau Blättner aufgefallen ist, eine Eigenschaft, die, glaube ich, im Alter verloren geht, aber bei ihr in Fülle ausgebildet ist, das ist nicht nur der elastische Gang, sondern es ist das elastische Denken. Und das läuft so ab. Ich schicke Frau Blättner eine Gedichtzeile von zwei Zeilen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, die ich mir also gemerkt habe. Dann dauert es eine kurze Zeit, dann kommt das ganze Gedicht ab. Ach, das ist doch von Goethe aus dem Divan. So, nicht? Und dann sage ich Frau Blättner, wir bräuchten da einen Referent. Ich habe an den gedacht. Ja, ist schon ganz gut. Haben Sie aber auch an den gedacht? Der hat das und jenes und der hat die Adresse und ich kenne den und so weiter. Sie haben viele gute Ideen. Der heutige Abend ist auch eine Idee von Ihnen. Und nun darf ich Sie bitten, uns durch den Abend zu führen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. War es zu viel? Ist okay. Oh, ups. Siehst du, ist doch nicht alles. Jetzt. Ja, ich glaube, wenn ich Herrn Junginger eine Mail schicken würde mit irgendeinem medizinischen Problem, hätte ich wahrscheinlich auch innerhalb von 5 Minuten eine passende Antwort. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Medizinischen Gesellschaft, heute Abend steht der Mediziner und Philosoph Karl Jaspers im Mittelpunkt der Vorträge und ich freue mich, dass wir für jeden Teilbereich, kann man mich hören so, 3 ausgewiesene Referenten gewinnen konnten. Den Namen von Karl Jaspers, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich bewusst das erste Mal in den 90er Jahren gehört, durch unseren heutigen Hauptreferenten. Denn vor 25 Jahren haben wir in Marbach in meinem Büro gesessen und du hast von deiner Dissertation erzählt. Jaspers gehört zu den Doppelbegabungen. Nach anfänglichem Jurastudium, ich nehme dir jetzt hoffentlich nicht zu viel weg, entschied er sich für die Medizin, um dann später eben Ordinarius für Philosophie in Heidelberg zu werden. Und diese Doppelbegabung verbindet Matthias Bormuth mit ihm. Er hat ein Medizinstudium abgeschlossen, hat heute die Heisenberg-Professur für vergleichende Ideengeschichte, wunderbarer Titel, am Institut für Philosophie an der Universität Oldenburg inne. Und es begann mit seiner Dissertation Lebensführung in der Moderne, Karl Jaspers und die Psychoanalyse. Und für diese Dissertation wurde er mit 2 Preisen gleich ausgestattet, nämlich mit dem Promotionspreis der Universität Tübingen und dem Hauptpreis des Sterbold-Fonds der Universität Zürich. Und dass er sich
immer mehr den philosophischen Studien widmete und vielleicht den Satz von Jaspers im Kopf hatte, heimlich hoffe ich jedoch auf eine wissenschaftliche Laufbahn, und zwar in der philosophischen Fakultät. Das hat sich anscheinend dann doch in schönster Weise erfüllt. Um nochmals auf deinen anderen Werdegang kurz zu kommen, nach dem Abitur hast du eben Medizin, hat Matthias Bormuth Humanmedizin in Marburg und Göttingen studiert, hatte psychiatrische Assistenzen in Frankfurt und Jena, war dann eben Marbach-Stipendiat am Deutschen Literaturarchiv mit seiner Doktorarbeit und später Stipendiat am Graduiertenkolleg Ethik in den Wissenschaften. Sie sehen also schon, wohin die Reise geht von Herrn Bormuth. Später dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Institut in Tübingen für die Ethik und Geschichte der Medizin. Und dann haben dich noch Wege nach an das Graduate Center als Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung nach New York geführt. Matthias Bormuth war Heisenberg-Stipendiat der DFG, Adjunct Professor for European Intellectual History an der Columbia und Fellow am Nietzsche-Kolleg in Weimar. Seit 2012 eben in Oldenburg. Dort ist er auch Vorsitzender der Karl-Jaspers-Gesellschaft, die im selben Jahr gegründet wurde, und leitet das Karl-Jaspers-Haus in Oldenburg. Und seine Veröffentlichungsliste füllt sehr viele Seiten. Neben Jaspers tauchen die Namen Gottfried Benn, Karl Löwitt, Erich Auerbach, Ingeborg Bachmann und Hannah Arendt auf, um jetzt nur so ein paar Stichpunkte Ihnen mal zu geben, in welchen Zeiten sich Herr Bormuth bewegt. Das Jaspershaus müssen Sie sich als so eine Art kleine Akademie der Wissenschaften und der Literatur vorstellen, habe ich jedenfalls gedacht, als ich heute nochmal darüber nachgelesen habe. Es ist ein Ort des interdisziplinären Dialogs zwischen Medizinern, Theologen, Schriftstellern, Künstlern, allen Leuten, mit denen man sich klug über Natur- und geisteswissenschaftliche Dinge auch gerade im interdisziplinären Dialog eben austauschen kann. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite. Jetzt würde ich dir eigentlich das Podium gerne überlassen und bevor wir dann weiter im Abend machen. Also der Ablauf ist so, Herr Bormuth wird zuerst Karl Jaspers vorstellen, im Anschluss, jetzt muss ich nochmal auf den Zettel gucken, wird Herr Dr. Abu Schock und Herr Professor Buhl werden dann über die Erkrankung von Jaspers mit wechselnden Rollen spielen und sie haben sehr viele schöne Bilder mitgebracht auch dazu. Müssen Sie mich wieder befreien. Ja, liebe Petra, vielen Dank für die Einführung. Ich hätte gerne länger zugehört. Du kannst so schön erzählen. Das ist wirklich gut. Und auch, wie du über Jaspers angefangen hast, glaube ich, ist genau richtig. Und ich selber wusste es wirklich nicht, dass ich tatsächlich in irgendeiner Weise dann Jaspers nachfolgen würde, zumindest vom äußeren Weg her. Das war wirklich ein großes Glück. Die heutige Universität ist recht spezialistisch und dass ich quasi mit meiner Begabung zwischen allen Stühlen noch an der Universität was machen konnte, ist wirklich ein großes Glück und es macht Freude, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Man muss allerdings auch, und das ist sehr wichtig, dann die Fachleute auch fragen, wenn man Sachen schreibt, hat das Sinn, was ich schreibe? Könnt ihr was kritisch sagen? Das heißt, wenn man so dilettiert zwischen allen Stühlen, muss er mit den Fachleuten im engen Gespräch sein. Ich bin es in der Medizin auch mit dem Psychiater, wenn ich in dem Bereich was schreibe. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Also die Fachleute sind ganz entscheidend, wenn man was anderes noch macht, um Rückkopplung zu halten und auch Kritik zu bekommen. Und ja, ich freue mich über die Einladung heute hier und dass Mohi, der im Jaspershaus war, auch seine Arbeit mit vorstellt, ist wunderbar. Und danke für die Einladung. Jetzt versuche ich was hier. Ja, ich fange an. Ich will über Jaspers und seine Krankheit sprechen, das heißt über Konstellationen der Krankheit.
Karl Jaspers, Psychiater und Philosoph, hatte eine schwere Lungenkrankheit, über die wir gleich noch genaueres erfahren. Das ist nicht mein Thema. Ich bin auch raus aus der klinischen Medizin und freue mich, dass das übernommen wird. Aber was ich tun möchte, ist, dass ich erzählen will, wie Karl Jaspers die Krankheit für sich erlebt hat, welche Schlüsse er für sich gezogen hat, aber auch für andere. Und dann vor allen Dingen vor dem Hintergrund seiner psychiatrischen Tätigkeit, die doch über einige Jahre ging, und Jaspers gelehrt hat, wie auch der psychisch Kranke seine Krankheit empfindet, was die Ärzte mit psychisch Kranken anstellen, wie sie mit ihnen umgehen und was man daraus lernen kann. Und ich möchte zudem auch versuchen, in der Darstellung sein Leben und Werk mit diesen Konstellationen um Krankheit ein Stück vorzustellen. Ja, ich beginne. Krankheit als Grenzsituation. Grenzsituation ist ein zentraler Begriff von Karl Jaspers, den er geprägt hat in einem Buch, das heißt Psychologie der Weltanschauung, genau vor 100 Jahren geschrieben, veröffentlicht. Ein Buch, in der Grenzsituation vor allen Dingen auf Krankheit, Leiden und Tod bezogen ist. Das ist geschrieben eben, nachdem Jaspers als junger Mann schon erfahren hatte, dass er eine schwere Lungenerkrankung hat und ab dem 18. Lebensjahr eben tatsächlich Krankheit, Leiden persönlich erfahren hat, nach dem Jurastudium oder im Jurastudium die Diagnose erhalten hat und dann Medizin studierend eigentlich merkte, er kann körperlich nicht mit. Er hat Befürchtungen, so seine Tagebuchaufzeichnungen, trotz des Medizinstudiums immer jemand zu sein, der am Rand der Gesellschaft steht, ihm die Krankheit und das Leiden nicht ermöglicht, einen Ort in der Gesellschaft zu finden. Und diese Erfahrung von Grenze ist in diesen frühen Jahren, wenn man seine Tagebuchaufzeichnungen liest, eine, die, wie wir alle sozusagen, mit hilflosen, ohnmächtigen Einträgen einhergeht, mit resignativen Stimmungen, Lektüren von Schopenhauer und Spinoza, Verzweiflungsanfällen sozusagen, eine erste Reaktion von Karl Jaspers selbst auf die Grenzsituation als Student, ohne begrifflich sozusagen ausdrücken zu können, was er daraus machen möchte. Und die beständige Frage, die ihn bewegt in den Jahren, werde ich in der Gesellschaft einen Ort finden, an dem ich nützlich sein kann in diesen Beschränkungen? Das ist eine Frage über die Studienzeit in München, Göttingen und zuletzt Heidelberg. Und in diesem Heidelberg landet er dann nach dem Studium in der psychiatrischen Klinik, die für ihn etwas wird, was sozusagen diese scheinbar fatale, nur zur Resignation hin geöffnete Lage auf einmal vollkommen verändert. Das ist das Zweite, was ich andeuten will. Krankheit und Erkenntnis. Sie sehen dort einen Herrn, den die meisten erkennen werden, das ist Max Weber. Max Weber, der große Soziologe, Nationalökonom, der mit Jaspers das Schicksal, krank zu sein, auf ganz andere Art und Weise teilt. Er hatte eine schwere psychische Störung, 1864 geboren, hat er schon im Jahr 1900 aufgrund der Erkrankung sein Amt erstmal niederlegen müssen, war über 2 Jahre quasi psychisch vollkommen irritiert und hat dann die Professur aufgegeben. Er war am Rande der Universität Heidelberg und hat aber, das ist entscheidend, an diesem Rand einen Kreis gegründet von Gelehrten, die jeden Sonntag in die Fallensteinische Villa kamen, auf dem Neckarufer, sich dort trafen, einen Kreis von Wissenschaftlern aller Fakultäten. Und man kann sagen, dass für Max Weber die Krankheit, vielleicht sogar die Flucht in die Krankheit, die Möglichkeit wurde, seine Soziologie zu entwickeln zwischen allen Disziplinen. Das Fach gab es noch nicht, Soziologie. Und Fragen zu stellen, die in dem, was er das Schicksal der Wissenschaften beschrieb, das Spezialistische, nie hätten gestellt werden können. Und seine gesamte Soziologie ist im Grunde ein Produkt seines Krankheitszustandes, der Möglichkeit, in dieser marginalen Stellung aus allen Disziplinen, Perspektiven, Problemstellungen zu entwickeln, mit den Kollegen im Gespräch zu sein und seine Wissenschaft zu machen. Und Jaspers, so kann man sagen, hat in der psychiatrischen Klinik, er wurde dort in den Kreis eingeführt, von Max Weber gelernt. Max Weber war eben sein Vorbild in diesem Interdisziplinären, aber auch in der Möglichkeit, als eine marginale Position innehabend, etwas daraus zu machen. Jaspers, der in der Klinik anfängt, war eben
als Volontärassistent, das heißt ein schöner Begriff, aber er musste sich privat finanzieren, in einer gewissen Weise befreit vom normalen Stationsdienst, weil er körperlich nicht konnte, und hat diese Chance genutzt, gleichsam als engagierter Beobachter, zum einen, was die meisten Kollegen eben nicht konnten, Sie werden es wissen als Mediziner im Stationsdienst, einfach Literatur zu lesen und einzelne Patienten ausführlicher zu sehen. Und diese Kombination, dass er die Muße hatte, sozusagen die Theorie der Zeit aufzunehmen und einzelne Patienten sehr genau zu sprechen, hat in der Verbindung mit dem irgendwie sozusagen inspiriert werden aus dem Weberkreis dazu geführt, mit 30 Jahren ein Buch zu veröffentlichen, die allgemeine Psychopathologie, die bis heute innerhalb der Medizin einen Standard bedeutet. Und Sie werden wissen, das kann nicht daran liegen, dass Erkenntnisse, faktisches Wissen daran gesammelt ist, sondern das methodische Vorgehen in der Psychiatrie. Dass Jaspers Unterschied zwischen biologischem Erklären und psychologischem Verstehen die Soziologie Max Webers aufgreifend. Und insofern war die Krankheit für ihn aus Gründen der Marginalität, dieser Randposition, aber auch der Möglichkeit, die Muße zu haben, mit Weber in seinem Kreis Austausch zu haben und dann dieses Buch zu schreiben, für ihn eine produktive Möglichkeit, wie er sie als junger Mann nie geahnt hätte. Und Jaspers hat sozusagen im Gang an die psychiatrische Klinik die Resignation der ersten Jahre im Studium überwunden und war dann voller Selbstvertrauen. Dass er merkte, ich kann etwas, das Buch kommt an, er hatte Erfolg mit 30 Jahren. Und dann eben auch das Glück, dass die Philosophen sagten, Heidelberg, ja, Psychologie ist etwas für uns. Jaspers, der in der Klinik nicht weitergekommen wäre, kann mit der allgemeinen Psychopathologie bei uns habilitieren und empirische Psychologie machen. Das war damals en vogue. Und Jaspers sagte ja dazu, aber war klug genug, im Grunde eine verstehende Psychologie weitermachen zu wollen und hat den Freiraum genutzt bei den Philosophen. Und eine Möglichkeit seiner weiteren Arbeit war eben, was ich hier Kunst und Krankheit nenne, sich mit großen Kranken zu beschäftigen. Im kommenden Jahr wird Hölderlin 250 Jahre alt werden, dann wäre er geworden. Und Hölderlin ist in diesen Heidelberger Jahren von Jaspers wiederentdeckt worden, im Weberkreis von Norbert von Hellingrath. Und Jaspers, das ist hoch aufschlussreich, hatte mit diesem George-Schüler engsten Kontakt, als dieser die späte Dichtung von Hölderlin hin auf fragwürdige psychopathologische Zusammenhänge untersuchte. Und Jaspers gegen die psychiatrische Meinung der Zeit sagte, nein, diese späte Dichtung ist nicht nur Ausdruck von Wahnsinn, sondern sie ist tiefsinnige Dichtung und die Momente von psychischer Irritiertheit sind etwas, was auch zu den Inhalten gehört. Und er war in einem produktiven Gespräch mit Norbert von Hellingrath, dass sozusagen die Krankheit bei Hölderlin im Besonderen die Möglichkeit der Erkenntnis in die Zusammenhänge des Menschlichen und was ihm fehlt, aufgetan hat. Und die anderen waren Strindberg, Van Gogh, auch Weberkreis, wo er ähnlich gearbeitet hat und ein Buch dann Strindberg und Van Gogh veröffentlicht hat, in dem die Pathographie Hölderlins enthalten war. Und dieses Buch wurde sozusagen sein erster Schritt in die Philosophie, aber immer noch ohne eine klare Begrifflichkeit philosophisch. Das ist ganz entscheidend. Jaspers nutzte sozusagen diese Krankheitsfälle in der Kunst, um seine Ansichten, seine philosophischen Ansichten in gleichsam Fallgeschichten darzustellen, noch ohne feste philosophische Begrifflichkeit. Ganz entscheidend. Aber er hat Aufmerksamkeit damit gewonnen und die Leute wollten ihn lesen. Und dann erhielt er eben diese Professur in Heidelberg und hat 10 Jahre lang sozusagen philosophisch gearbeitet, nicht publiziert. Sie wissen, was das heute bedeuten würde, wenn wir 10 Jahre lang nicht publizieren. Man würde im Dekanat, im Präsidium nachdenklich, ob das denn nicht eine Fehlbesetzung gewesen ist. Aber damals war vollkommen klar, bestimmte Entwicklungen brauchen Zeit. Wenn jemand seine Fragestellung entwickeln will, kann es sein, dass er einige Jahre braucht, um die Worte zu haben, die Begriffe, um sie auszudrücken. Und so war es bei Karl Jaspers. Er hat dann eben 1931, 32 die dreibändige Philosophie erscheinen lassen, wiederum bei Springer, und gezeigt, dass er nicht faul gewesen ist, sondern produktiv etwas getan hat, entwickelt hat, was er in den frühen Jahren empfunden hat, ohne es ausdrücken zu können.
Und Philosophie, so könnte man sagen, ist die Fähigkeit, Intuition in klaren Begriffen ausdrücken zu können, sodass andere das Gemeinte auch auffassen können. Das ist ganz entscheidend für Karl Jaspers gewesen. Ja, Krankheit und Methode. Das ist ein Herr, den weiß ich, werden die wenigsten erkennen, vielleicht William James. Ein amerikanischer Pragmatist, auch Mediziner, auch Philosoph und auch ein Kranker. So wie Max Weber, jemand, der psychisch angeschlagen war, der Melancholiker war. Und ich erwähne ihn hier, weil er in seiner berühmten Gifford Lecture die Vielfalt der religiösen Erfahrung in einem ersten Kapitel den Zusammenhang zwischen Religion und Krankheit gekennzeichnet hat. Und ähnlich wie Weber und Jaspers zeigte, auch wenn bestimmte religiöse Persönlichkeiten offensichtlich psychisch krank sind, seltsam sind, merkwürdig sind und die Entwicklung ihrer religiösen Ideen durchaus diesen Krankheitszuständen geschuldet ist, ist diese pathologische Genese noch kein Grund, die Ideen selber ad acta zu legen. Sondern die Geltung der Ideen ist etwas ganz anderes, ist in anderen Bedeutungszusammenhängen wichtig. Das heißt, die Genese und die Geltung sind zwei Paar Schuhe. Man muss, wenn Ideen entstehen, fragen, was bedeuten sie für uns? Und sie können sozusagen merkwürdig entstanden sein. Und genau diesen Jamesschen Gedanken greift Jaspers auf, indem er sagt, in Muscheln werden sozusagen Perlen gezüchtet, in einer kranken Muschel, und die Perlen glänzen und die Entstehung selber ist etwas, was zurückbleibt. Und das ist ganz entscheidend für diese pathografische Perspektive von Jaspers. Krankheit, wenn sie bei beeindruckenden Persönlichkeiten aufkommt, ist kein Grund, die Erzeugnisse dieser Persönlichkeiten auf die Seite zu schieben, sondern ein Grund, sich ihnen zu widmen, aber auch die Sachen nicht in den Himmel zu heben. Das ist auch sehr entscheidend, dass Jaspers keinen Freifahrtschein ausstellt. Jeder, der krank ist und tolle Ideen hat, ist bedeutsam. Keineswegs. Sondern die Bedeutsamkeit muss sich selbst erweisen. Und Krankheit ist in diesem Sinne nicht pro oder contra entscheidend, sondern eine spezifische Möglichkeit, zu Erkenntnissen zu kommen. Und William James hat die methodischen Grundlagen um 1900 gelegt, auf die sich Weber und Jaspers dann in ihrem Blick auf psychisch kranke Künstler bezogen haben. Ja, jetzt komme ich eigentlich zu dem Kern dessen, was für Jaspers mit Krankheit verbunden ist. Ich habe es Krankheit und Selbstsein genannt. Das Wort Selbstsein ist ein typischer philosophischer Begriff, kein medizinischer. Man würde vielleicht sagen, Autonomie modern, ethisch. Selbstsein ist für Jaspers ein zentrales Problem, seitdem er mit 18 Jahren krank wurde, auch in der Beziehung auf seine ärztlichen Betreuer, auf seine Ärzte. Das heißt, der Kranke ist dem Helfenden in einer gewissen Weise ausgeliefert. Und für Jaspers gibt es zwei Typen von Helfern, zwei Typen von Ärzten. Die einen, die ihre Patienten bevormunden, und die anderen, die versuchen, die Patienten zu dem möglichsten Selbstsein zu führen. Es gibt auch zwei Typen von Patienten. Die einen Patienten, die geführt werden wollen, und die anderen, die den Anspruch haben, sich selbst zu führen. Und man kann sagen, Jaspers hat als Lungenkranker einen kongenialen Arzt gefunden, Albert Frenkel, der das Strophanthin gefunden hat, der als Arzt ihn selber auch die Freiheit gelassen hat, bestimmte Sachen auch gegen seine Einschätzung zu tun. Und Jaspers früh gelehrt hat, was Selbstständigkeit bedeuten kann. Und er hat zum anderen in seiner psychiatrischen Tätigkeit beide Typen Patienten und beide Typen Ärzte kennengelernt in der Heidelberger Klinik. Und er war ein guter Menschenbeobachter und hat relativ früh 1915 einen Text geschrieben, der hieß Einsamkeit. Das ist kein schöner Titel für einen Text. Aber für Jaspers ist dieser Titel auch programmatisch, weil für ihn Philosophie mit der Erfahrung von Einsamkeit beginnt. Und wenn wir heute seine Tagebücher lesen können, dann weiß man eben, dass das nicht einfach irgendwo herzitiert ist, sondern aus diesen frühen Jugendjahren stammt, in denen er als Lungenkranker hocheinsam war. Sich ausgeschlossen fühlte, keine Freunde hatte, nirgendwo mitmachen konnte und Einsamkeit eine Grundbedingung seines Lebens war. Und für ihn
ist es in der Folge philosophisch entscheidend, das sieht er auch an den psychiatrischen Patienten, wer von diesen Patienten hält Einsamkeit aus, wenn es darum geht, eigene Entscheidungen zu fällen. Und er beschreibt in dem Text Einsamkeit zwei Typen von Gespräch. Das eine Gespräch ist nach dem Typ Jesus, damals war er noch sehr kirchenkritisch. Das heißt, die Führerfigur, die eine Herde um sich sammelt, diejenigen, die geführt werden wollen. Und der Kirchenkritische sagt, der Kirchenkritische Jasper sagt also, der Jesus-Typ ist furchtbar. Und das andere ist natürlich der sokratische Typ. Derjenige, der dem Einzelnen, der in seiner Erkrankung bestimmte Eigenentscheidungen treffen kann, herausfordert, diese Entscheidungen zu treffen, zu finden, indem er bestimmte Fragen stellt, ohne Antworten vorzugeben, die er auch wirklich nicht hat auf Lebensfragen. Das Entscheidende, der selber seine gewisse Ohnmacht andeutet. Und Jaspers beschreibt dann natürlich auch die Manipulationsgefahr, die Gefahr, dass jemand gerne führt, die Gefahr, dass Menschen gern geführt werden und die Herausforderung, sich selbst zu führen. Und an diesem frühen Text sieht man schon, dass Jaspers eigentlich sehr philosophisch denkt, dass er die Fragestellung, wie kann man frei sein, wie kann man frei entscheiden, seit den Anfängen entwickelt hat und im Status eines Kranken sozusagen täglich in diesem Experiment, wie frei kann ich sein, in Abhängigkeit durchgespielt hat. Und neben sozusagen diesem Problem der Asymmetrie im Verhältnis des Arztes zum Patienten hat Jaspers die mögliche Manipulation später auch betrachtet im Theoretischen. Er hat Wissenschaft als eine Möglichkeit gesehen, die Asymmetrie insofern kultivieren kann, als sie vorgibt, er nennt das dann in seinem Buch die geistige Situation der Zeit, Totalanschauung. Und dazu komme ich jetzt. Ja, noch, nein, hier ist es, genau. Und diese Totalanschauung ist etwas, was sozusagen dem Arzt die Rolle dessen gibt, der eine objektive Theorie vertritt. Und hier merkt man den Weberianer bei Jaspers. Max Weber in seinen theoretischen Texten sagt sehr deutlich, objektive, voraussetzungslose Wissenschaft als solche gibt es nicht. Sie ist immer mit spezifischen Werturteilen verbunden, gerade in den sogenannten Sozial- und Wirklichkeitswissenschaften. Auch in der Medizin, in der Psychotherapie sind die Aussagen zum psychischen Erleben solche, die mit Werturteilen verbunden sind und die nicht rein objektiv sind. Und wenn eine medizinische Theorie vorgibt, rein objektiv zu sein, übt sie eine Macht aus, eine Autorität wissenschaftlich, die sie eigentlich so nicht hat. Und diejenigen, die sich dieser Macht, dieser Autorität der Wissenschaft ergeben, sind solche, die eigentlich nicht bereit sind, eigene Werturteile mitzutreffen. Und insofern hat Jaspers in dieser theoretischen Perspektive ebenfalls gezeigt, wo die Gefahr der Manipulation ist. Den Wissenschaften als Totalanschauung, gerade denen vom inneren Menschen, zu vertrauen, insgesamt. Und er ist sehr radikal und polemisch an dieser Stelle. 1931 in diesem Essayband die geistige Situation der Zeit. Und sind 1915, 1931 diese grundlegenden Perspektiven entwickelt worden. Krankheit ist etwas, was dem Patienten in einer gewissen Weise nahelegen kann, sich abhängig zu machen, gerade dem psychisch kranken Patienten. Und Jaspers ist insofern ein kantischer Vertreter der Freiheit, indem er sagt, wir selber sollen urteilen und die Wissenschaft ist ein Sachwissen, was aber begrenzt ist im Blick auf unsere Lebensführung, auch als psychisch Kranke. Ich komme zum nächsten, sozusagen nächsten Konstellation, Krankheit und Gesellschaft. Die Dame, die neben Jasper steht, 1949 in Zermatt, ist Hannah Arendt. Hannah Arendt, das werden viele wissen, ist vielleicht die bedeutendste deutsche Philosophin im 20. Jahrhundert, eine Schülerin von Jaspers und Martin Heidegger. Und ich nenne sie hier und sie kommt mit Jaspers in den Blick, weil sie mit Jaspers einen sehr kritischen Blick auf die Psychoanalyse teilt. Aber ich möchte erst über Jaspers sprechen. Hannah Arendt ist diejenige, Jaspers ist derjenige, der
nach 1933 in Deutschland zunehmend in Gefahr gerät. 1934 hat er noch die Möglichkeit, einen Kondolenzbrief zu schreiben zum 70. Geburtstag von Albert Fraenkel, seinem Arzt, der ihn behandelt hatte, der aber inzwischen aufgrund seiner jüdischen Herkunft aller seiner Ämter und Titel, also enthoben und genommen ist. Und Jaspers, das ist beeindruckend, schreibt Albert Fraenkel, er schätzt ihn sehr und rekapituliert noch einmal, was er ihm bedeutet. Und das ist sehr schön, daran kann man sehen, wie Fraenkel derjenige ist, der als Mediziner selbst seinen Patienten davor warnt, die Mediziner ihnen zu viel Autorität zu geben. Das ist eine, wo er sagt, sie haben mich gelehrt, mich vor meinen Ärzten zu schützen. Ein Gedanke, glaube ich, den wir selbstkritisch als Mediziner uns durchaus anziehen sollten. Wir haben nicht immer Recht in dem, was wir meinen. Und die Patienten haben das Recht, vor uns geschützt zu werden, vor unseren Meinungen an einer spezifischen Stelle, wenn man selbstkritisch ist. Und Fraenkel scheint sozusagen in Jaspers diesen Impuls gestärkt zu haben, sich auch vor seinen Ärzten zu schützen. Und das andere, was Fraenkel Jaspers gelehrt hat im Umgang mit seiner Erkrankung, ist, eine Haltung zu entwickeln. In einer permanenten chronischen Erkrankung sich nicht krank, sondern gesund zu fühlen. Und gesund zu fühlen im Sinne, die möglichen Freiheitsgrade auszuleben, die geblieben sind. Und den Blick sozusagen nicht auf das, was nicht geht, zu wenden, sondern auf das zu wenden, was möglich ist. Das ist für Jaspers eine Lehre. Und er sagt, sie haben mich gelehrt, gesund zu sein, auch wenn ich krank war. Also ein zentraler Gedanke, der nochmal am Ende dieses Briefes dann ausdrückt. Ich durfte mich nicht krank fühlen, sondern ich sollte ein Bewusstsein meiner Gesundheit entwickeln. Also das ist ganz entscheidend, der Blick auf Fraenkel zurück, den Jaspers dort wirft, 34, aber 3 Jahre später ist er selber derjenige, der von dem Schicksal betroffen ist, nochmals neu marginalisiert zu werden, indem er aufgrund der jüdischen Herkunft seiner Frau Gertrud seiner Professur in Heidelberg beraubt wird, in der inneren Emigration lebt und man kann sagen, eine zweite Grenzsituation durchlebt mit seiner Frau, jetzt keine körperliche Krankheit, sondern eine Krankheit politisch bedingt, einer psychischen, nicht Erkrankung, aber Grenzsituation. Und sein Tagebuch, was er erneut führt in diesen Jahren, 41, 42, was sein letzter Assistent kurz vor Jaspers Tod herausgegeben hat, reflektiert die Situation der Marginalisierung und der Bedrohung mit der Deportation und die Frage, ob die resignative Haltung, die melancholische Haltung, Ausdruck eines psychischen Leidens ist, behandelt werden muss und ob die daraus resultierenden suizidalen Gedanken Ausdruck von Erkrankung sind oder aber einer bewussten Wertentscheidung, sich nicht dieser würdelosen Deportation zu unterstellen. Das heißt, Jaspers spielt für sich 2 Möglichkeiten durch. Ist unser Entschluss, wenn die Deportation kommen sollte, gemeinsam aus dem Leben zu gehen, dem melancholischen Zug, der resignativen Stimmung geschuldet? Oder ist es eine bewusste, nicht klinische, sondern gesunde Selbstbehauptung 2 Menschen, die sich in diese Lage nicht einfach geben wollen? Und aufschlussreich ist, dass Jaspers diese Reflexion des Tagebuches 10 Jahre zuvor in einer allgemeinen Matrix, kann man sagen, in dieser 3-bändigen Philosophie entwickelt hatte, in einem Kapitel, was an sich in kein philosophisches Lehrbuch gehört, über den Selbstmord. Und es ist sehr aufschlussreich, dass Jaspers dieses Kapitel über den Selbstmord nicht in die allgemeine Psychopathologie aufgenommen hat, weil es relativ stark gegen die psychiatrisch herrschende Meinung der Zeit verstieß, indem Jaspers das Dogma damals zumindest noch, jeder Suizidversuch muss behandelt werden, jeder sozusagen Suizid ist etwas Pathologisches, in den Überlegungen sozusagen aufgelöst hat, nein, es gibt ein inkommunikables Geheimnis des Einzelnen und in spezifischen Möglichkeiten eine Kausalität der Freiheit, so sagt es mit Kant, gut begründet, aus dem Leben gehen zu wollen. Und das wäre in einem medizinischen Lehrbuch so nicht abdruckbar gewesen. Und es ist aufschlussreich, dass Jaspers diese Gedanken entwickelt an anderen Beispielen in diesem Lehrbuch. Aber eben, das passt zu seiner Philosophie,
10 Jahre später in eine solche Lage selbst gestellt, quasi die Matrix seines Lehrbuches nutzt und entsprechend für sich selbst und seine Frau reflektiert, was sie machen würden. Und so kann man sagen, Jaspers zeigt an, in dieser politischen Grenzsituation, die eben psychische Folgen hat, dass trotz der psychischen Einschränkungen die Freiheit noch so groß ist, dass diese Entscheidung keine Pathologie bedeutet, sondern eine bewusste Entscheidung zwei Menschen ist, die ein Zeichen setzen wollen für sich selbst. Immer noch, ja, es bleibt. Das zweite ist Hannah Arendt. Hannah Arendt ist jemand, die nicht ins innere Exil gegangen ist, sie ist ins äußere Exil gegangen. Schon 1933 nach Paris, hat mit ihrem Lehrer Jaspers damals noch Austausch gehabt, ist dann in die USA gegangen und nahm 45 Kontakt zu Jaspers wieder auf. Das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht ausführen will. Aber interessant ist, dass Karl Jaspers, der in Heidelberg 45 wieder in alle Ämter eingesetzt wurde, engen Kontakt hatte auch zu Psychiatern, Psychosomatikern, Psychotherapeuten, in dieser Lage von der Fakultät gefragt wird, was halten Sie von der Psychoanalyse, von der Psychotherapie als einer wissenschaftlichen Methode, die ein eigenes Institut verdient. Und Jasper sagt grundsätzlich ja, weil Alexander Mitscherlich, den er damals sagen, kannte, sagte, war im Krieg, als sie bedroht waren, ein enger Freund. Ich halte nicht sehr viel von Freuds Psychoanalyse, aber weil Mitscherlich es macht, kann es nicht ganz falsch sein. Die Gründung soll geschehen dürfen. Und es ist sehr aufschlussreich, dass Jaspers in den folgenden Jahren seine Vorbehalte erst vertieft, als er mit Hannah Arendt ins tiefere Gespräch kommt über die Wirkungen der Psychoanalyse unter New Yorker Intellektuellen. Und das ist sehr aufschlussreich, weil viele jüdische Analytiker mussten ja emigrieren und haben in New York die Psychoanalyse aufblühen lassen. Und Arendt ist wie Jaspers, und das ist ganz entscheidend, da kommt das Gesellschaftliche hinein, kritisch insofern, als die Psychoanalyse als eine Lebensführungstheorie in die Leben der Menschen so tief eingreift, auch ins Politische, ohne in ihren weltanschaulichen Aspekten reflektiert zu werden. Und das war für Jaspers wie für Hannah Arendt schwierig. Sie tauschen sich aus. Und in diesem Sinne ist es ganz interessant zu sehen, dass Krankheit, gerade wenn es um psychische Krankheit geht, um soziale Einschätzungen, immer mit Werturteilen verbunden ist. Es ist nicht der Punkt zu sagen, Jaspers hat vollkommen recht, Arendt hat vollkommen recht. Es sind auch polemisch übertriebene Positionen, die sie einnehmen. Aber was ihre Diskussion mit den New Yorkern und den Heidelberger Analytikern zeigt, ist die Problematik von impliziten Werturteilen in Theorien, die zum Beispiel durch Metaphorik, in der ich Krankheiten verstehe, auftauchen kann. Krankheit als Metapher. Susan Sontag hat darüber geschrieben später. Und man kann also sagen, Jaspers, der philosophisch hellhörig war auf Autonomie, hat sozusagen in psychoanalytischen Theorien über den inneren Menschen sehr genau die Gefahr gespürt, wo eine klinisch vertretene Theoriebildung, zumal im Setting einer Lehranalyse oder einer Behandlung, Asymmetrien fördern kann. Das heißt, autonome Entscheidungen des Betroffenen verhindern kann, weil durch das Setting selbst und den Status der Theorie der Experte im Vorteil ist. Und in diesem Sinne kann man sagen, hat Jaspers nicht nur in der körperlichen Krankheit den Freiraum des Patienten betont, sondern auch in seiner ureigenen Disziplin der Psychiatrie und der Psychotherapie sehr deutlich gezeigt, wo zumindest Gefahren bestehen im praktischen Setting und im theoretischen Setting. Das ist also ganz entscheidend, wenn man über nachdenkt und die Krankheit, diese Anwendung in den Bereich hinein der Psychoanalyse und der Psychotherapie. Ich komme zum Ende meiner Ausführungen und möchte noch etwas zum Krankheitsbegriff von Jaspers sagen, den er ganz klugerweise 1941, 1942 in der vierten Auflage der Allgemeinen Psychopathologie eingeführt hat. Er durfte in diesen Jahren nicht mehr als Philosoph publizieren, hatte aber in seiner Allgemeinen Psychopathologie einen kleinen medizintheoretischen Teil, den er gleichsam in den Kriegsjahren auf 200 Seiten ausgebaut hat
und seine gesamte Philosophie eingeschleust hat. Das heißt, als Mediziner durfte er schreiben, nutze sozusagen das medizinische Lehrbuch, um in diesen 200 Seiten die Kerngedanken seiner Existenzphilosophie auszudrücken und nahm sie eben auch die Möglichkeit, über den Krankheitsbegriff zu schreiben und auch gegen den Trend der Zeit Krankheit als etwas zu beschreiben, was mit der subjektiven Einschätzung des Einzelnen zu tun hat. Krankheit ist kein objektiver Begriff, den die Gesellschaft sozusagen nutzen kann, sondern Krankheit hängt auch von uns selbst ab. Die Selbsteinschätzung, die gegen die Gesellschaft steht, kann entscheidend sein. Also man sieht, Jaspers sagen, übt implizit Kritik an der damaligen Gesellschaft und ihrem Biologismus. Mit Nietzsche und dessen Subjektivität. Aber, und das ist entscheidend, Jaspers war auch immer jemand, der diesem subjektiven Urteil in einer gewissen Weise, ich will nicht sagen misstraut hat, aber seine Grenzen gesehen hat. Sowohl das Urteil des subjektiv urteilenden Arztes, wie auch des Patienten, indem er sagte, wir urteilen über uns, aber letztendlich, was wir sind, können wir selbst nicht ganz sehen und kann der andere auch nicht ganz sehen. Ein Gedanke, der aus der Romantik kommt, aus sozusagen der Dunkelheit der Persönlichkeit, die trotz aller Aufklärung nie ganz aufzuhellen ist. Und für Jaspers sozusagen den ideologiekritischen Impuls mit sich bringt, Verstehensgrenzen zu postulieren in Erkrankungen. Wir uns selbst gegenüber, aber auch den anderen gegenüber. Und aufschlussreich ist aus Jaspers diese Verstehensgrenze sowohl schon in der geistigen Situation der Zeit 1931 formuliert hat, als eben auch nochmals 1942 in der Neuausgabe der Allgemeinen Psychopathologie, wo es dann heißt, der Mensch ist immer mehr, als er von sich wissen kann und als andere von ihm wissen können. Das ist quasi eine, können wir sagen, bis heute als Take-Home-Message. Diese selbstkritische Perspektive, aber zugleich, obwohl wir nie genau wissen können, sollen wir urteilen. Das ist die Spannung bei Jaspers. Wir haben keine ganz gewissen Urteile, wenn es um uns geht oder wenn andere urteilen, aber wir dürfen und müssen vermuten, was wir selber sind. Vielen Dank. Das ist unser Jaspershaus noch in Oldenburg, wo Moi war. Und das ist wunderschön und man kann auch dort gut arbeiten. Peter, befreist du mich? Ich versuch's mal. Ja, vielen Dank. Matthias, das war ein Parforce-Ritt durch die Philosophie von Jaspers an dem Beispiel der Krankheiten oder der Auseinandersetzung mit Krankheit. Vielleicht gibt es jetzt unmittelbar, wir haben ein bisschen Zeit sogar noch, vielleicht gibt es unmittelbar jetzt zu dem Vortrag schon Fragen, die wir hier diskutieren können oder wollen wir die alle für später aufheben? Heben wir sie auch für später. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und erfahren jetzt etwas über die wirkliche Krankheit von Karl Jaspers. Und wir haben große Glück, dass der frisch gebackene Dr. Med Mohanad Abu-Shuak, habe ich jetzt richtig gesagt, bei uns ist und der eben über Karl Jaspers Überlegungen zur Arzt-Patienten-Beziehung vor dem Hintergrund seiner Krankheit promoviert hat. Herr Abu-Shuak ist geboren in Khartoum, aber ein waschechter Schweizer, denn er ist in der Schweiz zur Schule gegangen, hat dort studiert an der Universität Zürich 2015, war unter anderem auch ein Semester in Madrid und hat das eidgenössische Examen an der Universität Zürich abgelegt, war dann Assistenzarzt in der Hausarztmedizin in Wetzikon und seit 2018 Facharzt für allgemeine innere Medizin und ist seit 2019 Assistenzarzt in der Akutgeriatrie. Und ihm steht zur Seite Herrn Professor Roland Buhl, den die meisten von Ihnen hier sicherlich kennen werden. Er ist Professor für innere Medizin und Pneumologie und Leiter des Schwerpunkts Pneumologie, das sind schwierige Worte, an der dritten medizinischen
Klinik hier an der Universitätsmedizin. Sie haben in Heidelberg studiert, haben dann an der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin gearbeitet und in Frankfurt am Klinikum, waren Stipendiat am International Molecular Medicine Foundation an den National Institutes of Health in den USA, in Bethesda, einem der weltweit größten biomedizinischen Forschungsinstitute, und sind seit 1997 hier in Mainz und haben neben dem schon erwähnten Fellowship auch sehr viele Auszeichnungen bekommen. Sie sind mit dem Kurt-Dehner-Preis des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft ausgezeichnet worden, haben den Preis der Lehre der Johannes-Gutenberg-Universität und den Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Stand alles in Ihrer Vita. Damit sind Sie ausgezeichnet worden und Sie sind frisch gebackenes Ehrenmitglied der Wiener Pneumologischen Gesellschaft. Und jetzt darf ich die beiden Herren auf die Bühne bitten. Ja, vielen Dank, Petra, für die freundliche Einführung. Vielen Dank, Professor Junginger, für die Einladung hierher. Es freut mich sehr, mit Professor Bull und nach Professor Bormuth, was mir eine sehr große Ehre ist, hier zur Krankheit von Karl Jaspers erzählen zu dürfen. Ja, auf diesem Foto sehen wir Karl Jaspers mit seiner Frau Gertrud Jaspers. Es ist kein Zufall, dass Karl Jaspers liegend dargestellt ist. Karl Jaspers war sehr oft liegend aufgrund seiner Erkrankung. Die Krankheit von Karl Jaspers hat eine sehr große Bedeutung für sein Leben. Er selbst sagt: Alle Entschlüsse meines Lebens waren mitbedingt durch eine Grundtatsache meines Daseins. Von Kindheit an war ich organisch krank. Ja, was waren die Symptome von Karl Jaspers? Ich beginne in der Kindheit. Seit dem Säuglingsalter plagt ihm ein chronischer Husten. Er litt an wiederholten Infektionen der Atemwege und auch Influenza-Infektionen erlitt er des Öfteren, und von denen erholte er sich nur sehr langsam. Das Hauptsymptom von Karl Jaspers war eine massive Produktion von Sputum. Er selbst beschrieb das sehr eindrücklich in Farbe, Konsistenz und Geruch. Ich zitiere: Die Art des Sekrets wechselt. Je mehr sich ansammelt, desto flüssiger und formloser wird es. Bei häufiger Entleerung bleibt es geballt und zäh. Normalerweise ist es muzinös. Im Verlauf einer Infektion wird es eitrig, bis zu rahmig eitrig. Die Farbe wechselt. Sie ist gelb mit einem Stich ins Grüne und sehr hell, zuweilen fluoreszierend, oder die Farbe ist dunkel, grünlich, schmutzigfarbig. Bei der Ansammlung nimmt das Sekret putriden Geruch an. Es ist in normalen Zeiten sorgfältiger Expektoration zu erreichen, dass es fast geruchlos ist. Ja, dieses Zitat fand ich sehr eindrücklich, eindrücklicher als dieses, welches ich hier abgebildet habe. Ja, Karl Jaspers begann im Alter von 15 Jahren diesen produktiven Husten zu entwickeln. Und der Sputum, der war auch manchmal eitrig, und er hatte auch einmalig eine sehr gefährliche Bronchialblutung. Er litt aber auch an anderen Symptomen, und zwar an Symptomen der oberen Atemwege. Er hatte wiederholt Mittelohrentzündungen, die benötigten Paracentesen. Er hatte auch eine chronische Rhinosinusitis und Polypen, wurde mindestens viermal operiert. Als Kind hatte er eine Neurodermitis. Er hatte auch gastrointestinale Beschwerden, unspezifische gastrointestinale Beschwerden. Vielleicht würde man heute sagen, eine Reizdarmsymptomatik. Seine körperliche Leistungsfähigkeit war schon als Jugendlicher reduziert. Er konnte an vielen Sachen nicht teilnehmen. Er konnte nicht mit den Schulkollegen wandern gehen. Tanzen lag auch nicht drin. Und außerdem, als er dann verheiratet war mit Gertrud Jaspers, blieb der vorhandene Kinderwunsch aus. Aber zurück zur Lunge. Wir wollen uns diese mal ein bisschen genauer anschauen. Hier sieht man ein überliefertes Röntgenbild. Das ist das früheste überlieferte Röntgenbild von Karl Jaspers. Da war Karl Jaspers schon 65 Jahre alt.
Man sieht leider nicht viel in diesem Röntgenbild, auf dieser Abbildung. Wir erkennen eine sehr schlechte Qualität, das Röntgenbild ist unterpenetriert. Aber wir erkennen zwei, drei Sachen. Die Zwerchfälle, die sind ziemlich abgeflacht. Dann sehen wir, dass die Rippenzwischenräume erweitert sind. Das spricht für ein Emphysem. Außerdem, wenn man ganz genau hinschaut, aber es ist vielleicht eher Fantasie notwendig in dieser Abbildung, erkennt man ziemlich breite Bronchien, ektasierende Bronchien. Hier das nächste Röntgenbild, welches überliefert wurde. Die Röntgenbilder sind im Literaturarchiv in Marbach zu finden. Die habe ich von dort kopiert. Ja, dieses Röntgenbild zeigt eigentlich einen ziemlich ähnlichen Befund. Dieses Röntgenbild, welches geschossen wurde, als Jaspers knapp 80 Jahren alt war, zeigt zusätzlich zu dem vorhin erwähnten Befunden auch basal vermehrte interstitielle Zeichnung. Hier. Das spricht entweder für eine beginnende Fibrose der Lunge im Alter oder für eine Infektion, die er vielleicht damals hatte. Wir wissen es nicht genau, was damals los war. Ja, anhand dieser Befunde, aber vor allem anhand der Symptomatik von Karl Jaspers, kam Albert Frenkel, den vorhin Professor Bormuth erwähnt hat, zur Diagnose Bronchiektasien mit sekundärer Herzinsuffizienz. Was es in sich hat mit dieser Diagnose, wird Ihnen Professor Buhl präsentieren. Vielen Dank. Und ich darf davon ausgehen, da das keine ganz häufige Erkrankung ist, dass die wenigsten von Ihnen mit dem Begriff Bronchiektasie etwas anfangen können. Deswegen möchte ich zum Eingang einfach mal erklären, was sind eigentlich Bronchiektasen und wie ist man drauf gekommen, dass dieser Patient Jaspers, dass er tatsächlich Bronchiektasen hat. Und da kann man sich ganz einfach mal das anschauen, was wir Mediziner den Bronchialbaum nennen. Und wir nennen das deswegen Bronchialbaum, weil die Struktur der Lunge, die innere Struktur der Lunge, gleicht einem Baum, der ist nur auf den Kopf gestellt. Der Stamm ist die Luftröhre. Die Luftröhre leitet die Luft in unsere Lungen und dann verteilen sich diese Röhrchen, die die Luft eben in den Menschen bringen, die verteilen sich in immer feineren Ästchen. Das gleicht in der Struktur ganz genau einem Baum ohne Blätter und das sieht dann so aus. So sollte es sein. Und bei Patienten, die eine Bronchiektasie nennen, ist dieser sogenannte Bronchialbaum auf groteske Weise verändert. Ich habe hier ein Präparat mitgebracht, wo man die innere Struktur einer solchen durch Bronchiektasen weitgehend zerstörten Lunge sichtbar gemacht hat, indem man hier einfach innen einen Farbstoff eingeführt hat. Und man sieht, dass im Gegensatz zu einer normalen Lunge bei Patienten mit Bronchiektasen die Bronchien erweitert sind, entweder hier zum Beispiel spindelförmig oder hier sackförmig und dass es einfach alles grob verändert ist. Und damit verlieren die Bronchien ihre Leistungsfähigkeit und was das für Konsequenzen hat, möchte ich Ihnen jetzt gleich zeigen. Das wäre ein klassisches Bild von Bronchiektasen. Kann man so etwas bekommen? Man kann Bronchiektasen auf zwei Weisen bekommen. Die eine Möglichkeit ist, dass man angeboren oder erworbene Störungen der Architektur des Bronchialsystems hat. Und um das zu verstehen, schauen wir uns einfach mal an, wie unsere Lunge eigentlich entsteht. Das ist die Entwicklung der Lunge im Bauch unserer Mama. Etwa in der vierten Woche, also vierte Woche nach Zeugung eines Menschen, fängt an, aus einem ganz simplen Schlauch entstehen die sogenannten Lungenknospen. Und dann innerhalb von etwa vier Wochen wachsen aus diesen Lungenknospen langsam Strukturen heran, die dann am Ende einer Lunge ähneln. Und wenn in dieser Phase etwas schief geht, dann kommen Kinder auf die Welt, die bereits bei Geburt
Bronchiektasen haben, weil, warum auch immer, das mag im Erbgut verankert sein, da mag es während der Schwangerschaft Probleme gegeben haben. Das führt dazu, dass die normale Struktur der Lunge eben nicht normal ist, sondern dass da etwas schief geht. Ich gebe Ihnen als Beispiel Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalte. Da sind hier oben Knochen nicht zusammengewachsen. Kinder, die hinten an der Wirbelsäule was haben, da sind Knochen nicht zusammengewachsen, da ist das Rückenmark offen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Kinder, wo die Mama dieses früher berühmte Schlafmittel eingenommen hat, die dann bestimmte Finger nicht haben oder bestimmte sonstige Sachen fehlen. Das ist einfach irgendwas schiefgegangen. Dann kommt das Kind schon auf der Welt mit solchen krankhaft erweiterten Bronchien. Das ist die Möglichkeit A. Ich glaube nicht, dass das bei Herrn Jaspers der Fall war, denn diese Kinder sind deutlich kränker, als Herr Jaspers war. Ich glaube, bei Herrn Jaspers gab es eine andere Variante, nämlich, dass wir eine Störung der Infektabwehr der Lunge haben. Die Lunge ist ein auf den ersten Blick ganz dummes Organ. Sie kann sich nur ausdehnen, dabei Luft aufnehmen und dann wieder zusammenfallen und dabei Luft rausblasen. Aber um sich selber zu schützen, hat sie ganz viele ganz intelligente Mechanismen. Und als Beispiel habe ich Ihnen diesen Mechanismus mitgebracht. Das ist ein Blick in die gesunde Lunge eines Nichtrauchers. Und in all unseren Lungen, jeder von Ihnen hier im Raum sieht von innen so aus. Da gibt es diese sogenannten Flimmerhärchen und es gibt Drüsenzellen. Das ist die Oberfläche einer Drüsenzelle und diese kleinen Kügelchen, das ist der Schleim, den Sie alle sich anschauen können, wenn Sie heute Abend beim Zähneputzen so machen und das dann ausspucken. Das ist das, was diese Zelle produziert. Und eigentlich ist das der Scheibenwischer und die Waschanlage unserer Lunge. Denn diese Flimmerhärchen, die tun den ganzen Tag nichts anderes als in Richtung Mund strudeln und alles, was sie einatmen, wird dann schön geschmiert durch den Schleim, zum Mund befördert, ob sie es wissen oder nicht und ob sie es wahrnehmen oder nicht. Alle paar Minuten machen sie so und schlucken das runter. Damit bleibt ihre Lunge immer sauber. Deswegen, das ist der normale Mechanismus. Diese Flimmerhärchen schlagen in Richtung Mund. Der Schleim macht alles gut und damit kann alles, was da so auf unserer Lunge ankommt, also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn wir jetzt alle einmal gemeinsam tief einatmen. Jeder von Ihnen hat jetzt rein statistisch 4 Asbestfasern inhaliert. Das ist in einem hochbelasteten Gebiet wie dem Rhein-Main-Gebiet völlig unkritisch. 4 ist nicht viel, aber um die wieder rauszukriegen, braucht es den Schleim und diese Flimmerhärchen. Jetzt nehmen wir aber mal an, und das gibt es, diese Flimmerhärchen sind kaputt. Und ich glaube, das könnte eine Ursache gewesen sein bei Herrn Jaspers. Wenn diese Flimmerhärchen nicht richtig funktionieren, dann bleibt der Schleim in der Lunge. Und wenn der Schleim in der Lunge bleibt, dann wird es immer dicker und immer zäher und dann haben Sie in der Lunge das geschaffen, was jedes Bakterium liebt, nämlich eine 15 bis 20 Mal in der Minute belüfteten Brutkasten mit einer idealen 37 Grad warmen Körpertemperatur. Es ist schön feucht, weil ein Haufen Schleim da ist. Also was wollen Sie als Bakterium mehr? Das heißt, Patienten, die solche Defekte der Flimmerhärchen haben, die haben einen Infekt nach dem anderen, sprich Herr Jaspers. Was passiert, wenn hier ein Haufen Bakterien drin sind? Da wandern ein Haufen Abwehrzellen der Lunge ein, damit entsteht Eiter. Und dann haben sie diesen wunderbaren Eiter, den Herr Jaspers immer ausgehustet hat. Und dann ist alles gut. Und das Schlimme ist, wenn das hier noch hier drin bleibt, dann ist dieser ganze Prozess, der hier ständig abläuft, der macht die innere Oberfläche der Lunge kaputt. Damit werden die immer weiter sacken aus. Außerdem durch die Schwerkraft bleibt dieser Schleim hier drin hängen, schädigt ständig die Bronchien, die Struktur der Bronchien geht kaputt und es entsteht das, was die Medizin Bronchiektasen nennt. Das ist wahrscheinlich eine der Ursachen, die bei Herrn Jaspers zu diesem Problem geführt hat. Und das erklärt auch, warum er sagt, manchmal plötzlich hatte ich den ganzen Mund voll. Denn jetzt stellen Sie sich vor, den ganzen Tag war er aufrecht, die Schwerkraft hat den Schleim und den Eiter und alles, was in der Lunge war, nach unten gezogen. Und dann sagt plötzlich seine Frau, hilf mir mal. Und er beugt sich nach vorne und dann kommt mit einem Schlag alles, was in diesen ausgesackten großen Bronchien drin war, kommt mit einem Mal raus. Und das ist das, was wir Mediziner, Sie haben es schon erwähnt, die maulvolle Expektoration, also das maulvolle Abhusten nennen. Plötzlich haben Sie den ganzen Mund voll Eiter und können nur noch schnell wegrennen. Herr Jaspers hat in Heidelberg einen extra Raum in seinem Institut, wo er hingehen durfte, wenn sowas war, damit er nicht anderen Leuten zumuten musste, dass plötzlich alles voller Dreck ist.
Also das ist die Ursache des Problems von Herrn Jaspers. Er hatte häufige Infektionen der Atemwege, weil da irgendein Problem war. Es kann auch sein, dass es ein anderer Mechanismus war. Vielleicht hat er zu wenig Abwehreiweiße gehabt. Vielleicht waren Teile seiner Abwehrzellen nicht richtig funktionsfähig. Mag sein, dass es andere Ursachen waren. Er hatte mehr Bakterien, mehr Entzündungszellen, mehr Schleim in der Lunge. Die innere Oberfläche ist geschädigt worden. Damit ist die Selbstreinigung, die Infektabwehr geschädigt. Damit hat er noch mehr, ist er noch anfälliger für alle möglichen Keime. Und dann haben sie einen Teufelskreis geschaffen, der dazu beiträgt, dass das passiert, was passiert ist. Und das sieht was aus, wenn man es heute besser im Röntgenbild anschauen kann. Schauen Sie bitte zuerst nach rechts. Das ist diese Lunge, nachdem man sie rausoperiert hatte. So sieht eine Bronchiektase aus, wenn der Chirurg sie aufschneidet. Voller Eiter noch, das war noch drin, also die haben extra so ein Foto gemacht, voller Eiter von oben bis unten. Dieser ganze Eiter kommt raus, wenn sich der Patient nach vorne beugt. Und wenn Sie dann den Patienten mit einem Röntgengerät in der Mitte durchschneiden, dann sehen Sie, dass diese Bronchien nicht normal aussehen, sondern dass das große Säcke sind, in denen sich wunderbar dieser Schleim ansammeln kann. Also das sind die möglichen Ursachen. Wahrscheinlich hat er Störungen der Lungenstruktur gehabt durch eine Störung der Infektabwehr und durch eine Bewegungsstörung dieser Flimmerhärchen. Vielleicht waren aber auch andere Ursachen noch beteiligt. Was löst es beim Patienten aus? Und jetzt bin ich auch schon gleich fertig. Das führende Symptom, die führende Beschwerde, die uns zeigt, das sind wahrscheinlich Bronchiektasen, ist Husten und massiver eitriger Auswurf zusammen mit häufigen Lungenentzündungen. In der Folge kann das dazu führen, dass sich in der Lunge, weil sie keine Abwehrkräfte mehr hat, sie kann sich nicht mehr schützen. Scheibenwischer ist kaputt und Waschanlage ist kaputt. Da kommt es oft dazu, dass sich noch Pilze in der Lunge ansammeln. Ganz häufig ist auch Bluthusten, auch das hatte Herr Jaspers. In so einem Fall, als ich die Krankengeschichte gelesen habe, nachdem ich Herr Junginger eingeladen hatte, war mir sofort klar, das müssen Bronchiektasen sein. Und ich war dann ganz glücklich, als ich von den Experten die Statements gelesen habe, dass sie auch zu diesem Schluss gekommen sind. Und jetzt haben Sie, Herr Junge, gesagt, sagen Sie noch ein, zwei Worte, wie diagnostizieren wir das? Man macht natürlich heutzutage eine Röntgenuntersuchung und das machen wir nicht mehr so wie früher, einfach nur von vorne, bitte recht freundlich, sondern heute haben wir dieses Computerröntgen, wo wir den Patienten in Scheibchen schneiden können. Und das ist das beste Foto, was ich bei uns gefunden habe, wo man auch ein bisschen sieht, wie die Veränderungen sind. Hier sind einige Bronchien, hat man direkt erwischt, die durch Zufall genau in dieser Ebene waren. Und da sehen Sie, das sieht eben nicht aus wie so ein dünner Strohhalm, wie so ein feines Röhrchen, sondern das sind große, dicke Rohre und am Ende sind richtig schlimme, dicke Säcke, wo sich der ganze Schleim drin sammeln kann und der Patient muss ihn dann abhusten. Wenn wir so eine Diagnose haben, dann ist, wenn wir so einen Befund haben, ist die Diagnose sicher. Was wir dann noch machen, ist, wir weisen die eingeschränkte Lungenfunktion nach. Sie haben beide gesagt, er konnte nicht mehr richtig gehen, er ist häufig gelegen, weil die Funktion der Lunge natürlich dann massiv beeinträchtigt ist. Ja, da ist schon eine Treppe hier hoch, muss er in der Mitte wahrscheinlich stehen bleiben und Atem schöpfen. Wir suchen im Auswurf nach Bakterien und Pilzen und ganz selten gucken wir dann auch noch in die Lunge und gucken, ob sonst noch irgendwelche Abnormalitäten sein. Und ich glaube, jetzt genau sind wir fertig. Ich glaube, wenn ich heute bei diesem Patienten einen Arztbrief mit einem Befundbericht schreiben müsste, dann würde ich bei so viel Schleim, bitte nicht keine schlechte Laune bekommen, wir Ärzte sind da abgestumpft, wir sehen das dauernd. Das wäre eine typische Probe, wenn ich sage, husten Sie mal ab. Ich glaube, dass er entweder eine ganz milde Form der Mukoviszidose oder zystischen Fibrose hat. Und ich weiß, ich habe mich gerade mit meinem jungen Kollegen hier abgestimmt, er ist auf genau die gleichen Gedanken gekommen. Ich denke, entweder hatte er eben eine milde Mukoviszidose, die nicht so schlimm war, oder er hat eine Störung dieser Zilien, dieser Flimmerhärchen, die wir Dyskinesie nennen, also die funktionieren nicht richtig, oder er hat einen Mangel an bestimmten Eiweißen, die die Lunge vor den Keimen schützen. Das wäre meine Einschätzung gewesen. Und jetzt sind Sie wieder dran. Danke. Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr froh, dass Sie mich bestätigen in meiner Diagnose, die ich in meiner Arbeit, zu der ich in meiner Arbeit kam. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie Jaspers therapiert wurde.
Die medikamentösen Therapien waren begrenzt. Opiate gab es damals jedoch auch schon. Er wurde mit Codein therapiert. Er kriegte Codein vor allem gegen den nächtlichen Husten. Er kriegte aber auch Injektionen, Morphininjektionen. Dies vor allem, als er die Bronchialblutung erlitt. Außerdem hat man damals Terpentinöl-Inhalationen angewendet. Das macht man heute nicht mehr. Und Jaspers selbst hat bemerkt, dass dies eigentlich eher kontraproduktiv war und hat schnell damit wieder aufgehört. Und Albert Frankl wollte ihn in Kuren schicken. Er war einmal auf eine Kur und das missfiel ihm sehr, denn Jaspers merkte, dass man auf den Kuren eher zum Faulenzen neigt, dass man zu wenig Anregungen hatte, und das passte Jaspers überhaupt nicht. Ja, eine kurative Therapie gab es damals, wie aber auch heute, für die meisten dieser Krankheiten nicht, und deshalb war die Prognose sehr, sehr schlecht. Jaspers selbst glaubte 1901, dass er nur noch 5 Jahre zu leben hat. Er hat bei Virchow, den wir heute auch noch kennen, ich erinnere an die Virchow-Trias bei der Bildung der Thrombose, bei diesem Virchow hat er gelesen, spätestens in den 30er Jahren ihres Lebens gehen diese Kranken an allgemeiner Vereiterung zugrunde. Virchow wies ebenfalls auf die Gefahr der Amyloidose hin, nämlich dass durch die Resorption und durch die chronische Entzündung, dass es zu amyloiden Enttartungen der Nieren zum Beispiel kommen kann. Auf die schlechte Prognose wiesen auch die weiteren behandelnden Ärzte hin. Zuerst Albert Frankl. In einem Attest, dieses habe ich auch im Literaturarchiv in Marbach gefunden, hier schreibt er 1914, ich würde aufgrund der Erkenntnis des Krankheitsfalles und meine Beobachtung des Kranken jede körperliche Arbeit für denselben für lebensbedrohend ansehen. Professor von Weizsäcker schreibt, jede Veränderung derselben, der strengen Lebensordnung, würde meines Erachtens auch eine schwere Erkrankung und Lebensgefahr mit sich bringen. Und auch ein weiteres Attest von Professor von Dr. Walz, Facharzt für Innere Medizin in Heidelberg, er schreibt darin, will man nicht bewirken, dass Professor Jaspers schnell zugrunde geht, so darf man seine Lebensbedingungen nicht ändern. Und wenn er nicht in sehr ernstliche Gefahr geraten soll, so darf seine Frau nicht gezwungen werden, ihn zu verlassen. 1940, seine Frau war Jüdin. Ja, wie begegnete Jaspers dieser misslichen Aussicht? Er fand seine höchstpersönliche Antwort darauf. Seine Therapie nannte er die hygienische Lebensbedingungen. Die hygienische Lebensbedingungen bestanden aus 3 Punkten. Erstens, Entleerung der Bronchien. Die Bronchien müssen jederzeit frei von Sekret sein. Das ist auch heute wichtig. Das Entleeren der Bronchien, dieses Expektorieren, das bewusste Aushusten, Mobilisieren des Sekretes und Aushusten des Sekretes, war für Jaspers ein Ritual. Jaspers musste mindestens 5-mal pro Tag expektorieren und dies auch nach jeder körperlichen Anstrengung. Und es war eine Prozedur, die Konzentration erforderte, die anstrengend war. Musste nach jeder Vorlesung beispielsweise auch sich zurückziehen, um zu expektorieren. Das war Punkt 1. Punkt 2, die Infektionsprophylaxe. Ich erinnere daran, dass um 1900 keine antibiotischen Therapien erfunden waren. Fleming hatte das Penicillin erst einige Jahrzehnte später entdeckt. Ja, Jaspers ging erkälteten Personen strikte aus dem Weg. Er vermied Windzug, er richtete seinen Arbeitsplatz entfernt vom Doppelfenster ein. Er sprach im Freien möglichst nicht, bei Wind klappte er seinen Mantelkragen hoch, bei Nebel ging er gar nicht nach draußen. Die Mundhöhle spülte er mehrmals täglich mit Wasserstoffperoxid.
Ja, und der dritte Punkt war das Vermeiden von körperlicher Anstrengung. Jaspers versuchte nach jeder körperlichen Anstrengung oder sobald er außer Atem kam, sich zu erholen, sofort sich hinzusetzen. Er lief 200 Meter und setzte sich hin. Er vermied es, sich körperlich zu überanstrengen. Mich würde interessieren, wie die Therapie aus heutiger Sicht ausschaut, Professor Bull. Danke. Dann müssten wir jetzt kurz noch mal umschalten auf meine Präsentation. Und dann kann man erstens sagen, heilen können wir diese Patienten leider immer noch nicht. Er will noch nicht nach vorne. Wir müssten einen... Genau, perfekt. Was machen wir heute mit diesen Patienten? Im Prinzip folgen wir den gleichen Regeln, die sich Herr Jaspers selber gegeben hat. Das Wichtigste ist die Physiotherapie, also die Anleitung des Patienten, wie er optimal dieses zähe Sekret, was er in der Lunge hat, und zwar auch, wenn er scheinbar beschwerdefrei ist, wie er das optimal aus der Lunge rausbekommt. Heutzutage nennen wir das die optimale Bronchialtoilette. Und zusätzlich tun wir, das gab es damals noch nicht, wir geben den Patienten Medikamente zum Einatmen, die in der Lage sind, dieses Sekret etwas dünnflüssiger zu machen, damit er es leichter und ohne größere Beschwerden abhusten kann. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht und wenn ich Sie hier in Mainz oder woanders zu einer sogenannten Atemphysiotherapeutin oder zu einem Atemphysiotherapeuten schicke, dann bringen die Ihnen bei, wie Sie, wenn Sie solche zähen Schleim in der Lunge haben, das ist hier die innere Oberfläche schwarz angemalt, dann fordern die Sie auf, tief einzuatmen und dann machen Sie oben den Kehlkopf zu und dann deuten Sie an, dass Sie ausatmen wollen, aber Sie atmen gegen den geschlossenen Mund aus, damit innen viel Druck ausgebaut wird. Und erst dann, wenn Sie ganz viel Druck im Brustkorb haben, dann plötzlich husten Sie aus, so fest es geht, damit mit ganz viel Volumen und ganz viel Druck diese Luft möglichst viel von dem Zeug, was innen auf den Bronchien hängt, mit rausreißt und Sie damit leicht abhusten können. Und wenn Sie Bronchien, das ist allgemein für Menschen, die Probleme haben mit dem Abhusten, das kann man lernen und damit die Effektivität seines Hustens enorm verbessern. Und wenn wir Patienten haben, die Bronchiektasen haben, dann machen wir uns zusätzlich noch die Schwerkraft zunutze. Das ist ein Kind mit einer Mukoviszidose, also einer zystischen Fibrose, die solche großen Bronchiektasen hat, die hustet und nachdem sie hier ein Medikament zur Schleimverflüssigung eingeatmet hat, auf einer schiefen Ebene, damit die Schwerkraft den Schleim von alleine in Richtung Mund befördert. Dann lösen wir den Schleim noch ein bisschen auf durch unsere Schleimlöser und dann kann die Patientin oder der Patient kann das besser abhusten. Das müssen solche Menschen, die solche Erkrankungen haben, das müssen die mehrmals am Tag machen. Und wenn man das gut kann und wenn man das gut gelernt hat, dann lässt sich allein durch diese Maßnahme das Fortschreiten der Erkrankung nicht komplett aufhalten, leider, aber deutlich verlangsamen, eben weil weniger von dem Schmodder die ganze Zeit in der Lunge ist und damit die Bronchien auch weniger geschädigt werden. Zusätzlich geben wir diesen Patienten die bronchenerweiternde Medikamente. Je weiter die Bronchien sind, umso besser kann die Luft raus und rein und umso besser kann sie den Schleim mitreißen. Wir geben diesen Patienten immer, wenn es mal wieder nach oben rauskocht, wenn sie eine Lungenentzündung bekommen haben, dann geben wir ihnen Antibiotika. Wir versuchen, wann immer möglich zu vermeiden, das dauerhaft zu geben, denn dann gewöhnen sich die Keime dran und sprechen nicht mehr drauf an. Aber in ganz schlimmen Fällen müssen wir das auch dauerhaft machen. Wir haben heute wirksame Medikamente, die wir einatmen können. Das heißt, wir haben die Antibiotika nur auf der inneren Oberfläche der Lunge und vermeiden es, den ganzen Patienten damit zu malträtieren. Und ganz wichtig auch, jeder, der was gegen Impfung sagt, ist töricht. Ich würde sogar sagen dumm. Ganz wichtig,
regelmäßig gegen alles impfen, was da kreucht und fleucht und wo wir wirksame Impfstoffe zur Verfügung haben, um zusätzliche Infektionen auf eine stark vorgeschädigte innere Oberfläche so weit als möglich zu entfernen. Und jetzt geht das Herz wieder von Herrn Junginger auf, der ja lange Jahre unser Haus- und Hofchirurg hier war. Wenn es lokalisierte Veränderungen sind, also zum Beispiel nur in einem Lappen, weil da vielleicht als Kind mal was in die Lunge reingerutscht ist, bei lokalisierten Veränderungen, dann kann man noch diesen befallenen Teil der Lunge entfernen. Das ist aber bei einer Erkrankung, wie sie Herr Jaspers zweifelsohne gehabt hat, nicht möglich, weil natürlich beide Lungenflügel bei ihm ganz zweifelsfrei befallen waren. Deswegen kann ich nur sagen, und das hat er selber gesagt, mit Hygiene und Disziplin kann man mit dieser Erkrankung lange leben. Er ist das Beispiel dafür. Er hat sein eigenes Prinzip wirklich sehr effizient umgesetzt, ist 86 Jahre alt geworden. Das ist für einen Patienten mit dieser Erkrankung ein biblisches Alter. Da ziehe ich den Hut, Chapeau der Herr. Und er hat Größen in der Medizin, also Virchow, Frenkel, das sind alles Namen, die man heute als junger Medizinstudent schon im ersten halben Jahr kennenlernt. Er hat diese Größen der Medizin eines Besseren belehrt und dafür freue ich mich sehr für ihn. Ganz herzlichen Dank. Funktioniert nicht. Er muss erst umschalten, war bei mir auch. Dauert eine Sekunde. Ja. Okay. Ja, diese Bronchialtoilette, die war für Jaspers auch sehr schwierig zu erlernen. Er selbst sagte, dass er das 1924, also 23 Jahre nach Diagnosestellung, erst richtig gelernt hat, perfektioniert hat. Und er hat auch von übergebeugter Haltung hat er expektoriert. Also der hat schon vieles gewusst. Gut, ich möchte noch zum weiteren Verlauf Ihnen erzählen. Nämlich litt Jaspers in seinen späteren Jahren auch an rheumatischen Beschwerden. Er konnte beispielsweise nicht mehr schreiben. Er musste seine letzten Werke diktieren. Außerdem litt er an gastrointestinalen Beschwerden. Er hatte Magen-Darm-Blutungen und litt auch an Divertikulitis. Gegen Ende seines Lebens erlitt er mehrere Hirnschläge, welche zur Pflegebedürftigkeit führten und dann 1969 im Alter von 86 Jahren zum Tode. Nun möchte ich Ihnen weitere Röntgenbilder vorstellen. Dies hier ist eine Abdomenaufnahme mit Kontrastmittel. Und was man hier sieht, ist das Kontrastmittel, welches die Dickdarmschlingen ausfüllt. Hier sieht man das Sigma und hier das Zoecum. Und im Sigma sieht man die Divertikel, diese Darmausstülpungen, sehr eindrücklich. Und die entzündeten sich des Öfteren bei Karl Jaspers. Hier sieht man nur das Sigma. Und wieder sieht man die Ausstülpung, die Darmausstülpungen, die Divertikel. Ja, und wie war der weitere Verlauf der Lungenkrankheit? Jaspers sagt, seit ich die hygienischen Lebensbedingungen verwirklichen konnte und vorsichtiger wurde, habe ich die Erkältungen seltener. Seitdem ich die Vorsicht für jede Minute in meine Gewohnheiten aufnahm, ist eine beträchtliche Besserung meiner gesamten Leistungsfähigkeit erzielt. Jetzt zur Prognose. Aus heutiger Sicht hat Professor Buhl schon erzählt, das wäre eigentlich schon das Ende meiner Präsentation. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und wenn sich jemand für meine Doktorarbeit interessiert, der kann mir seine E-Mail-Adresse schicken und ich kann die elektronisch auch zuschicken. Vielen Dank. Ihr könnt gerne fragen. Bitte? Hab ich schon. Bitte? Nur wenn Sie ganz kurz. Also die Frage von Herrn Junge gerade, werden Menschen, alle Patienten mit so einer Erkrankung heute so alt? Natürlich nein. Nur wenn sie wirklich in der Lage sind, sich wie Herr Jaspers sehr konsequent und sehr pingelig